So, und da bin ich wieder. Ja, ich musste einen früheren Speicherstand jetzt laden, weil der letzte Speicherstand, der ging nicht mehr, der war beschädigt. Wie auch immer der jetzt beschädigt war. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespielt. Keine Ahnung, wo jetzt Amusei hin ist. Müsste jetzt aber gleich hier rauskommen. Gehe ich mal von aus. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ich gucke, vielleicht kann ich auch meine Strafe sind einfach. Wir bald dort? Amusei, komm. Wir sind jetzt hier draußen. So, Amusei. Folge mir bitte. Was ist jetzt genau Ziel? Also es hat sich herausgestellt, dass eine Zelle für Terranus Amusei ist. Er sagt, Terranus sei wahrscheinlich tot. Terranus hat Amusei jedoch erzählt, wie er einen besonderen Schatz versteckt hat. Ja, okay. Ich muss mit ihm jetzt einfach nur. Was soll ich tun? Folge mir. Das bleibt geheim. Wir gehen. Ja, der, auf jeden Fall der Spielstand. Der vorherige war. Grüße. Grüße. Amusei, wo bist du jetzt? Also, der letzte Spielstand war beschädigt. Konnte ich nicht laden. Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Ganz einfach. Was hat er denn da für eine Waffe? Achso. Bewegelage. Nein. Dann darfst du die wieder haben. Hier. Amusei. Wie weit müssen wir weg? Was, wohin zeigt... Wir sind doch weit genug weg, oder nicht? Oder muss ich mit ihm zu dem Tor? Wie weit muss ich mit ihm weg? Vorhin, bevor es kaputt ging, das Spiel stand, ging es ja. Muss ich hier jetzt vielleicht eine Stunde warten? Amusei? Ich raff es gerade nicht, was ich machen muss. Wo bleibt er denn? Mist, die Wache kommt. Ich raff jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Also wirklich, wo muss ich hin?
Das Buch. Wenn ich ihn von hier fortschaffen kann, sagt mir Amusei, wo das Buch versteckt ist. Wie weit muss ich mit ihm fort? Ist das weit genug? Was soll ich tun? Ja, folgt mir bitte. Das bleibt geheim! Wie weit muss ich mit ihm weg? Verfluchte Mine? Das ist eine verfluchte Mine? So, Amusei? Okay, was will uns angreifen? Ah, hier. Den Göttern ein wahnsinnig. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und die beiden. So, aber jetzt habe ich gerade noch. Was soll ich tun? Folgt mir. Das bleibt geheim. Wie weit muss ich mit ihm weg? Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Warten wir mal auf Amusei. Nein, das wollte ich nicht. Was soll ich tun? Ja, ich frage mich auch. Das bleibt geheim. Ich frage mich gerade auch, was soll ich tun? Wie weit soll ich mit ihm laufen? Wohin? Was soll ich tun? Das bleibt geheim. Was, wenn ich mit ihm jetzt irgendwohin schnell reise? Skingrad Ostor. Wir könnten während Wachen euch verfolgen. Kann ich irgendwo anders hin schnell reisen mit ihm? Hierhin? Nee. Jetzt schnell reisen irgendwo hin? Nee. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß aber gerade auch nicht, was ich jetzt machen soll. Also. Ich versuche mal mehr eher ins Landesinnere zu gehen, mal mit ihm. Amusei? Was soll ich tun? Wartet hier. Macht nicht zu lange. Ah, okay, er ist die Wache. Wie Leben hat er? Hat er. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ich hoffe, der Bandit. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Ja, ja, hier Gold bezahlen. Zu schade aber auch. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch eurer Festnahme widersetzen. Also gut, das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Sind wir bald dort? Ja, Meister. Braucht ihr mich? Was soll ich tun? Folgt mir. Das bleibt geheim. Ja, Meister.
Jetzt ist da hinten ein Bereich grün markiert. Okay. Amusei kommt auch hinterher. Okay. Keine Ahnung, was das vorhin war. Ich speichere jetzt noch einmal. Ah, okay, jetzt haben wir's. Amusei. Ich werde alles für meinen Retter tun. So, okay, dann verschollene Geschichten von Tamriel. Er trug mir auf, Folgendes an jedwedes Mitglied der Diebesgilde weiterzugeben, das nach ihm oder einem Buch fragen sollte. Sucht unter einem Busch bei der Quelle hinter Nerastarels Haus. Ich wollte es eigentlich selbst haben, aber ich schulde euch viel. Ihr solltet es nehmen. Okay. Gute Reise! Ich hoffe, die Spieldatei ist jetzt nicht beschädigt. Und dass ich jetzt einfach ganz normal weitermachen kann. Da macht mir Oblivion ein bisschen Angst. Ah, hier sind sie. Nehmen wir mit. In einem früheren Band habe ich die Phantastereien und Einflüsse der Äderischen Prophezeiung abgehandelt, die bekannter sind unter dem Namen Elder Scrolls. Leser, die mehr über den Hintergrund der höchst unpassenden Bezeichnung Äderisch erfahren möchten, sollten die Kapitel 23 bis 27 meines frühen Werks zu Rate ziehen. Neben einer vollständigen Erklärung habe ich dort die Kompetenzschwächen meines guten Kameraden Therin von Gramfeste aufgezeigt, der diesen Namen geprägt hat. Gramfest kennen wir ja noch. So, man kann die Einflüsse der archivarischen, historischen Elder Scrolls gar nicht unterschätzen. Sobald eine Prophezeiung in einer der Schriftrollen in Tamriel zur Realität wird, wird der Text auf dem Pergament fixiert. Alle Leser nehmen dieselbe göttliche Botschaft in sich auf. Es wird zu einem historischen Dokument, das die unverrückbare Wahrheit eines vergangenen Ereignisses verkündet. Kein Gelehrter, und sei er auch so minder bemittelt wie Therin von Gramfeste, darf behaupten, der Autor sei voreingenommen, wie er es im Hinblick auf meine früheren Werken getan hat. Nicht einmal Magie kann die Worte beeinflussen, die auf diesen antiken Seiten geschrieben stehen. Ich habe die verschollenen Geschichten von Tamriel. Jetzt muss ich sie nur noch Skriva in Bravil übergeben. Nee, das wollte ich nicht. So, das wollte ich. Wollen wir dahin schnell reisen? Ja. Reisen wir nach Bravil. Ich hoffe, es ist jetzt auch hell genug. So, Skriba. Ich hab dein Buch. Schläft sie oben? Ach, hier ist sie. Ihr habt Terranis und die verschollenen Geschichten von Tamriel gefunden. Ja. Terranis, nein, das Buch ja. Terranis ist tot. Das ist tragisch. Immerhin habt ihr das Buch. Der Graufuchs hat dieses Buch viele Jahre lang gesucht. Ihr habt die Belohnung verdient. Hier ist eure Bezahlung. Dankeschön. Habt ihr noch mehr Spezialaufträge? Hieronymus Lex muss ein für alle Mal ausgeschaltet werden. Der Graufuchs bittet euch, dies persönlich in die Hand zu nehmen. Es ist eine äußerst aparte Situation. Wie lautet der Plan? Gräfin Umbranox von Anvil ist auf der Suche nach einem neuen Wachhauptmann. Der Legionskommandeur der Kaiserlichen Wache hat ihr eine Liste mit Kandidaten gesendet. Der Graufuchs wünscht, dass diese Liste durch eine andere ersetzt wird, die Hieronymus Lex aufs Wärmste empfiehlt. Von Anvil aus kann er der Gilde nur wenig schaden. Wo ist der Brief? Der Brief befindet sich derzeit im Schreibtisch der Statthalterin Dairi Hill. Sie hat gegenüber Fürstin Umbranox behauptet, der Brief sei noch nicht eingetroffen. Warum Lex nicht einfach töten? Wir sind Diebe, keine Mörder. Mord ist die Domäne der dunklen Bruderschaft. Aus mir unerfindlichen Gründen hat der Graufuchs entschlossen, die Familie der Umbranox unter seinen Schutz zu nehmen.
Insbesondere Gräfin Umbranox. Lex ist zwar ein Problem für die Gilde, aber gleichzeitig machen ihn seine unerschütterliche Loyalität und Entschlossenheit zum perfekten Beschützer der Gräfin Umbranox. Okay, wie fälsche ich den Brief? Allerdings müsst ihr selbst einen Fälscher finden. In Bravil ist mir keiner bekannt. Begebt euch mit dem gefälschten Brief in die Schreibstube des Legionskommandanten im Gefängnis der Kaiserstadt und versiegelt den Brief mit dem Siegel des Kommandanten. Dairi Hill ist nicht vertrauenswürdig. Ihr müsst den Brief Gräfin Umbranox persönlich überbringen. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Natürlich, so soll es geschehen. Gut so. Vergesst nicht, bei dieser Mission geht es um Unauffälligkeit, nicht ums Blutvergießen. Eure Bezahlung wird höher als sonst ausfallen, um die Kosten der Fälschung auszugleichen. Okay, habe ich Geldstrafen oder so? Der Jäger kann seine Strafe bei der Wache entrichten, sie im Kerker abbüßen oder mir die Hälfte zahlen und mich alle Probleme beseitigen lassen. Klar, natürlich. Also, ich hab nichts, okay. Der Jäger hat hoffentlich Gefallen am Käfig. Okay. Schatten verbirgt den Jäger. Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut im Wert von über 500 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Skriba vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja was für mich. Ja. Ich habe jetzt eine andere Quest aktiv. Also, wir kümmern uns um Lex. Das soll aktiv sein. Nach Anvil und eigentlich in der Kaiserstadt muss ich dort noch was machen, oder nicht? Achso. Alles in Anvil. Okay. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ich hoffe, dieses Mal ist die Spieldatei nicht beschädigt. Nachrichten, Bürger. Nachrichten. Nachrichten, Bürger. Nachrichten. Ich feiere das, wie die immer sagen. Nachrichten, Bürger. So, ich bin am Überlegen, genau das als Easter Egg in mein Spiel mit reinzupacken, was ich dann entwickle. Dass irgendjemand dann einfach immer wieder sagt, so Nachrichten, Bürger. Das wird jetzt aber eine lange Reise nach Anvil. Von Bravil nach Anvil. Also bis jetzt ist hier, weil wir in der letzten Folge hier alles klein gehauen haben, zum Glück jetzt keine Monster, dass wir einfach durchrennen und durchspringen können. Aber ich freue mich, wenn wir Akrobatik fertig geskillt haben, dann können wir nur noch, brauchen wir nur noch durchzurennen. Ja? Wer ist das? Achso, warte mal. Wumik. Oder Wumek.
Und ich frage mich eigentlich, was müssten wir machen, um zu den zitternden Inseln zu kommen? Oh, meine Stimme. Sorry. Sorry. So, meine Stimme. Gerade einen Frosch im Hals gehabt. Damit wir die Dingens-Questreihe beginnen können. Die Shivering Isles-Questreihe von Sheogorath. Vor allem hier, genauso wie in Skyrim, bin ich mir nicht sicher, ab wann ich das Let's Play dann aber beenden werde. Wenn wir alle Quests abgeschlossen haben, wenn wir die Hauptquests, genauso wie die DLC-Quests, Hauptreihen, ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine, abgeschlossen haben, wenn wir nichts mehr zu tun haben. Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Da müssen wir auch irgendwie schauen. Vor allem Skyrim will ich ja auch irgendwie mir viel Zeit lassen, das durchzuspielen. Vor allem die Anniversary Edition von Skyrim. Da ist ja auf jeden Fall sehr viel neuer Content mit bei, die aus dem Creation Club ja auch quasi integriert wurden, was dann somit auch dann zur Lore gehört, auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum es da Umbra noch gibt. Ich weiß auf jeden Fall, Umbra kommt da jetzt in der Anniversary Edition vor. Wie kann ich euch helfen, Meister? Und Umbra ist eigentlich weg. Seit den Büchern, die hier jetzt nach Dings stattfinden. Ja, ah, ich hasse diesen Stuhl. So. Wer ist denn da bitte gestorben? Wer ist das? Lasia der Bummler? Was macht er hier? Warte, das war doch der, der in Skin gerade im Gefängnis war, oder nicht? Oder war es einer der, der Bettler? Warum ist er tot? Ich speichere trotzdem mal, auch wenn er jetzt tot ist. Mehr könnt ihr also nicht? Warte mal, wir wechseln mal zum Bogen. Ein Kampf zwischen zwei Bogenschützen, nice. Da bin ich aber auch froh, in Skyrim wiegen Pfeile gar nichts. Zum Glück. Da können wir endlos sammeln. Außer wir machen das irgendwie mit dem erschwerten Dings. Ne, bleib lieber bitte bei den Pfeilen, ja? Bitte. Mist.
Schütze verbessert? Nein. Ja. Wie viele Pfeile stecken hier? Eins und hier von fünf. Nee. Oh. Sie hat einen Glasbogen gehabt. Okay. Ja. Ich drücke jetzt das Falsche. Nochmal speichern. Welche Stufe haben wir jetzt, was das angeht? Schütze. 22. Okay, noch drei Stufen. Dann kriegen wir den ersten Bonus, was das angeht. Mir juckt die Nase, sorry. Was hier passiert? Liegt hier noch ein Gobbo? Also die gehen mal außen rum. Vielleicht mal alles reparieren. Ja, da muss einiges repariert werden wieder. So, Waffenschmied. Welche Stufe haben wir da jetzt? 88, nice. Noch 12 Mal, dann sind wir Meister. Das wäre dann geil, dass ich dann ab dem Zeitpunkt Meister dann vielleicht alles auf so reparieren kann, dass die dann nie wieder kaputt gehen. Das wäre geil. Unzerstörbar sind. Natürlich. Aber dass die auch die ganze Zeit hier nur Vulkanglasdinger hier tragen, aber mit dädrischen Waffen rumlaufen. So, wir sind jetzt auf 23 mit Schütze. Von hinten kommt keiner, okay. Natürlich, der muss sich jetzt erstmal heilen. Alter, ich habe mich jetzt wegen der Leiche da erschrocken. Kommt da noch einer? Noch ein Bandit. Perfekt. Woher haben die ganzen... Jetzt ernsthaft, woher nehmen die dädrische Waffen? Ich werde euch in Stücke hacken. Nehmt das. So, die Pfeile nehme ich wieder an mich. Autsch.
Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Ja, dafür brauchst du erstmal ein Schwert, statt einen Streitkolben. Gleich. Aber so kommen wir langsam immer näher zum Ziel. Ein Bärchen kommt auch noch dazu. So, den sind wir losgeworden. Ich will die Pfeile wieder haben. So. Von hinten kommt jetzt keiner. Die muss natürlich dazu kommen. Perfekt. Okay, die ist zu weit weg. Ach nee. Perfekt. Aber dafür verbrauchen wir ordentlich Pfeile und skillen dafür auch gut. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Das Schwirren des Bogens und das Schabgeräusch des gefiederten Pfeils sind euch vertraut. Als frisch gebackener Schützenlehrling könnt ihr nun die Bogensehne mit aufgeladenem Pfeil halten, ohne dabei zu ermüden. Ah, okay, wir sind deswegen die ganze Zeit ermüdet, oder wie? Ich will dem gleich helfen, bevor er drauf geht. Okay, der Mino ist tot. So, die Pfeile nehme ich an mich. So, hier die Pfeile nehme ich wieder an mich. Gold. Ah, er hat einen hier umgelegt. Den Banditen. Der hat nichts. Jetzt ist die Frage, wer von denen stirbt jetzt? So, wo ist er? Hier. Fünf Pfeile hat er in sich. So, das speichern wir. Wir sind Schützenlehrling. Abstand. Okay, solange der uns nicht
selber trifft. Schütze verbessert. So, die Pfeile sind wir auch schon gleich wieder los. Ach, das sind die Leute da oben. Wer ging daneben? Zwei Schüsse noch. Nee, doch nicht. Drei waren's. Okay. So, die Pfeile hole ich mir auch wieder. 19 Pfeile stecken noch in ihm. Und ich muss sehr wahrscheinlich wieder alles reparieren. Natürlich, da ist jetzt wieder ein Kätzchen. Kätzchen kann auch nur diesen angreifen, ne? Glaube ich noch ein Viech gehört. Wir müssen aber langsam schon da sein, oder? Ach nö. Ich habe vergessen, die Katze zu looten. Mist. Ich brauche die Pfeile ja wieder. So, Stufe 26. So, Katze. Hat nur 6 Pfeile, okay. Autsch. Komm. Das schaffen wir. Noch ein bisschen. Ja. Bereich wird geladen. Ja, hoffentlich geht der Bereich jetzt nicht kaputt. So, 21. Und da hinten ist schon Anvil. Er hat sein Pferd verloren. Was braucht ihr, Meister? Nichts, nichts. Ich brauche nichts. Ich muss hier nur vorbei. So, einmal wieder reparieren. So, Rattenkurier? Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rattenkuriers ausliefern. Habt ihr von der Schwarzwaldrotte gehört? Lest alles über sie. Ja, die gibt's nicht mehr.
Hey! Bäh. Seid gegrüßt, Lord. Seid gegrüßt. So. Dann müsste gleich wieder Maik da sein, oder? Ja, Maik. Früher hielt ich euch für einen Helden. Für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Maik! Habt ihr Gerüchte? Maik geht am liebsten allein auf Abenteuer. Andere sind nur im Weg und sie reden. Ja, kann ich nachvollziehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Maik. So, und da wären wir. Anvil. Speichern. Geht nur. Anvil Wache? Ne, da hinten. Mit ihm muss ich reden, ne? Habt ihr Olvus? Meine Münze? Natürlich. Mit einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Ja, hier habt ihr eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Dairihils Büro. Wenn ich ehrlich sein soll, ich könnte euch nicht zu einem einzigen besonderen Raum im Schloss den Weg weisen. Aber jeder in der Burg könnte das tun. Aber ich kann euch für lau mitteilen, dass es in der Burg viele Geheimnisse gibt. Es gibt versteckte Wege, geheime Bewohner. Such den Schmied. Okay, ich hab dir noch eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Möge Amnu euch segnen. Dies ist eine wundersame Begegnung. Willkommen. Nachrichtenbürger. So. Tür zur Goldküste? Ach so. Gerichtshalle? Waren wir schon mal hier? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Da flackert's. Schmiede? Ihr müsst die Katze sein, auf die ich warten sollte. Folgt mir. Kann ich den Amboss benutzen? Nein. Okay, Orin. Er wusste direkt Bescheid. Muss ich jetzt schnurren? Orin hat mir innerhalb der Mauern von Schloss Anvil einen Geheimgang gezeigt. Damit kann ich mich Dairihils Büro nähern, ohne dass mich die Schlosswachen entdecken. Okay, so, warte. Rüstung, ich muss den hier ausziehen. Und vielleicht... Moment. Ich bin zu schwer belastet. Habe ich was ich wegschmeißen kann? Komm, die... Nee. Kalte Asche. Das macht richtig Schaden. Okay. Fall der Kälte, Eisschaden. Warte mal, habe ich hier irgendwie was, was weg kann? Die Schlüssel nicht. Irgendwas, was ich wegschmeißen kann?
Ich glaube, die Seelensteine. Warte mal. Füll die Sachen mal auf. Okay, und dann... Komm. Hä? So, jetzt kann ich wenigstens rumlaufen. Unsichtbar und ich bin. Ich leuchte nicht. Raus hier, jetzt. Wie zur Hölle hat er mich jetzt sehen können? Ich bin unsichtbar. Wie zur Hölle sieht er mich? Wie spät haben wir's? 8 Uhr abends. Genau, das wollte ich jetzt nicht. Ihr könnt während eines Einbruchs nicht warten. Hier automatisch speichern. Ist mir jetzt egal. Es ist aus. Der Festnahme dann wieder Salem. Ja, ja. In der Burg ist ein Eindringling. Beschützt die Gräfin. So. Kandidatenliste. Ich habe den Brief. Jetzt muss ich einen Fälscher finden. Lasst es fallen, ihr langfingeriger kleiner Wurm. So, okay, Fälscher. Gibt's draußen. So, jetzt aber erstmal gucken, wo ist denn das Ding, was wir geklaut haben? Mist, okay, dann hier darfst du wieder haben. Lasst es uns zu Ende bringen. Nee, bitte nicht. War das der Ausgang? Tschüss. Dass die mich sehen können. Ich bin unsichtbar. Und ich leuchte nicht. Verstehe ich nicht. Ihr muss der dumme Flieht ums liebe Leben.
Autsch. Er hätte die Strafe bezahlen sollen. Okay, warte mal. Gibt's hier irgendwie irgendwo etwas, wo ich... Hier. Handgeschrieben... Ne, warte. Kandidatenliste. Ihr könnt während des Kampfes keine Questgegenstände aussuchen. Was wäre, wenn ich jetzt... Einmal kurz abbrauen. Da hinten ist auch noch ein Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Wie viel wir hier nicht entdeckt haben, tatsächlich. Galas Agea. Was ist das für eine Statue da oben? Ist das ein Elite? Oder Elite? Und jetzt fällt um und verblutet. Wo ist er? Da. Wer ist denn das jetzt? Ist das eine Waffe oder? Oder ein Bandit. Ne, das ist eine Wache. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger dafür, dass ich ihn jetzt töte. Sterb jetzt endlich? Autsch. Hilfe. Mord. Mist. Ich wärme mich gerade erst. Warte mal, zieh ich das wieder an? Das wieder aus. Auf, du erbärmlicher Wurm. Erbärmlich. Zeig mir, was ihr da habt. War das jetzt wirklich Mord? War das jetzt wirklich eine Waffe, oder? Was übertreibt er so? Hey! Der übertreibt ja richtig. So, komm. Stirb doch endlich. Ja. Ich habe bei dem Versuch, Hieronymus Lex wieder nach Schloss Anvil überstellen zu lassen, jemanden getötet. Man hat mich gewarnt, dass es 1000 Goldstücke Blutgeld kosten wird, wenn ich in der Diebesgilde bleiben möchte. Ich kann entweder bei Armand oder bei Skriva bezahlen. Okay, wir laden das hier. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Versuchen das diesmal richtig zu machen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.